Formel 1 Sommerpausenbilanz 2016 in einer Minute. Diesmal mit Toro Rosso. Toro Rosso ging mit einem doppelten Handicap in die neue Formel 1 Saison. Auf der einen Seite wusste man erst sehr, sehr spät, mit welchem Motor man in die neue Saison geht. Auf der anderen Seite war dann die Wahl des neuen Motors sehr eingeschränkt und man hat nur einen Vorjahresmotor von Ferrari bekommen. Trotzdem hat es das Team geschafft, einen sehr konkurrenzfähigen Boliden beim Saisonstart in Melbourne an den Start zu bringen. Allerdings hat man die Performance nicht immer auf die Strecke gebracht. Aus diesem Grund hat man sich John Booth ins Team geholt, der dafür sorgen soll, dass Performance auch in Punkte übertragen wird. Man ist mit Max Verstappen und Carlos Sainz mit dieser bewährten Fahrerpaarung in die neue Saison gegangen. Allerdings hat Max Verstappen während der Saison den Sprung zu Red Bull geschafft, weshalb man Dani Kvyat im Gegensatz zurücknehmen musste, der vor zwei Jahren für Toro Rosso gefahren ist. Allerdings kann der Russe nicht mehr an seine Leistungen anknüpfen und ist seit seiner Degradierung in ein tiefes Loch gefallen. Gegen Teamkollege Carlos Sainz sieht er kein Land. Die Aussichten von Toro Rosso für den Rest der Saison sind durchwachsen. Die Power Unit von Ferrari wird nicht mehr weiterentwickelt. Die Ressourcen bei Toro Rosso wurden wahrscheinlich früher als bei den meisten anderen Teams schon auf 2017 gestellt. Deshalb ist es zu erwarten, dass Toro Rosso im Verlauf der Saison weiter zurückfallen wird. Der Kampf gegen McLaren wird daher sehr spannend, weil McLaren einen gegenläufigen Trend hat.